Willkommen zum nächsten Theorievortrag, ist ja, sind ja die gelben, ne? Also Freiheit als Grundlage einer universellen Ethik. Worum geht es darum? Es geht darum, wie können wir die ganzen Überlegungen, die ganzen Mindsets, Wertekategorien oder halt auch Ethiken, je nachdem wie wir, komme ich gleich drauf, wie ich meine Begriffe da sozusagen mal abtrenne, zusammenfassen und wie können wir als Menschen tatsächlich friedlich miteinander umgehen. Das heißt, was ist eine Grundlage? Und deswegen, ich sage nicht, dass das schon die universelle Ethik ist, sondern ich glaube nur, dass das viel Potenzial hat, im Endeffekt universell anerkannt zu werden, weil wir uns auf wenig verständigen müssen. So, erstmal ein bisschen Begrifferklärung. Zunächst einmal eine Sache unterstelle ich grundsätzlich, das heißt, ich habe einen freien Willen. Weil es gibt heute zum Beispiel in der Forschung, in der Richtung, Live-Beobachtung des Gehirns und so weiter, und die haben angefangen, ein Postulat zu eröffnen, dass es keinen freien Willen gebe, weil ich mir nicht sozusagen bewusst bin, wann die Entscheidungen fallen, weil ich darüber Illusionen habe. Aber trotzdem, wenn ich im Endeffekt das Thema sage, der Mensch hat keinen freien Willen, dann kann ich im Endeffekt diese ganzen Sozialwissenschaften vergessen, weil dann geht es nur noch im Endeffekt um Mechanismen und nicht mehr darum, ob der Mensch im Endeffekt gut oder schlecht handeln kann. Dann kann ich das ganze Thema Ethik eigentlich einsacken. Deswegen ist das notwendig als Aktion. Ja, Ethik. Es gibt viele, viele Verständnisse von wegen, was Ethik sein soll. Hier ganz, ganz einfach, es geht mir darum nur, dass das Individuum mit der Ethik schafft, Bewusstheit über die eigenen Werte zu bekommen. Das heißt, dass ich mir klar darüber bin, was meine Werte sind und sie nach Möglichkeit auch begründen kann. Das heißt nicht sozusagen, ja, Liebe ist ein Wert, sondern warum ist für mich Liebe wertvoll, warum ist es für mich sinnvoll, im Endeffekt in einer Beziehung zu leben oder irgendetwas Vergleichbares. Und dann dazu abgrenzend ist im Endeffekt die Frage, was verstehe ich dann in dem Zuge unter Moral? Das heißt, Moral ist ja im Endeffekt dann nur noch die Entscheidung, was tue ich? Welche Handlungsstrategien nehme ich? Und das dann aber wiederum, inwieweit ich, die Frage ist, wie viel Bewusstsein ich mir dort reinnehme, in Bezug darauf, ja, wenn ich weiß, was meine Werte sind, handle ich denen wirklich entsprechend. Das heißt, auch mein Handeln wiederum zu reflektieren. Und im Endeffekt als letzten Punkt ist im Endeffekt, wann beginnt die Universalität? Wenn ich anfange, dass Wertesysteme sich nicht gegenseitig ausschließen. Das heißt, mein Wertesystem gilt für mich, aber es ist nicht automatisch übertragbar und es ist auch nicht meine, es gibt keine Grundlage, auf der ich mein Wertesystem auf jemand anders übertrage. Ich kann ihn nur davon erzählen. Und ob er es für dich dann eventuell annimmt oder nicht, das ist dann seine Sache. Hier eine ganz kurze Sammlung, was sozusagen in Richtung universaler Ethik geht. Das erste, der kantische Imperativ, ist relativ bekannt. Handle so, als wäre könnte ein Gesetz sein. Das Entscheidende hier dabei ist es, damit es eine universelle bleibt, es darf nicht zum Gesetz gemacht werden. Du sollst nur so handeln, als wäre es. Das heißt, wenn es ein Gesetz wäre, könnten alle damit leben, aber es darf kein Gesetz werden, weil genau dann würde die Universalität verloren gehen, weil dann würde ja sozusagen Zwang eintreten. In der praktischen Ethik ist es im Endeffekt sozusagen ziemlich einfach, von wegen, handle halt so, wie du auch von anderen zurückbehandelt werden möchtest. Und hier ist wieder dann natürlich die Bibel. Luther hat uns mit vielen Sprichworten versorgt. Das ist eins davon, was sozusagen so ähnlich im Alltagsgebrauch auch verwendet wird. Was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Das heißt, es ist sozusagen die negative Formulierung dessen, was die praktische Ethik sozusagen sagt. Die praktische Ethik sagt, handle positiv, handle so, wie du behandelt werden willst. Und die andere, unterlass Handlungen, die sozusagen die du auch nicht erleben möchtest. So, ich hatte ja im Abstrakt und so weiter auch ein bisschen angesagt, dass dieses Thema der universellen Ethik sozusagen ein bisschen die Buchführung Auswirkung hätte, wenn man denn sagt, ja, da gibt es ein bisschen anders, das Ganze anders anzugehen. Und hier geht es jetzt nun mal als sozusagen als ein Beispiel, was der universellen Ethik widerspricht. Weil die GOB, Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, ist erstmal eine natürlich normative Aussage, weil ordnungsgemäß heißt ja, ich gebe einen Ordnungsrahmen und der ist normativ festgelegt. Weil es ist nicht mehr von wegen Pro und Contra und Argumente und warum und wieso. Und dann gibt es da schon das Spannende, dass sozusagen trotz dieser Festlegung Spielräume gibt für unterschiedliche Interessenlagen. Das heißt, ich kann genau diese beiden aufmachen, was eben klassisch ist. Es gibt eine Handelsbilanz, es gibt eine Steuerbilanz und allein, wenn ich da anfange, überhaupt zu überlegen,
welchen Sinn macht es, dass es zwei unterschiedliche Bilanzen gibt? Also entweder ich versuche einen Wahrheitswert in diesen Aussagen zu haben, das heißt, mein Unternehmen ist so und so viel wert, hat die und die Vermögenswerte. Wie kann es dann sein, dass ich gegenüber dem einen etwas anderes erziele als gegenüber dem anderen? Und genau, eben durch die Festlegung als Gesetze oder beziehungsweise eben Gesetze, die das auf die GOB sozusagen verpflichtend, HGB und so weiter, die sagen ja dann, du musst deine Bilanz nach GOB führen, auch wenn das GOB nicht unbedingt selber zwingend schon das Gesetz ist, hat es aber eine normative Kraft, weil es sozusagen durch Gesetze dann finanziert wird. Und ja, ein inhaltlicher Wert, der nicht ausgedrückt wird, ist dann, die Bilanz sind doch nur das, was ich bilanzieren darf oder kann. Das heißt, alles das Thema der Aktivierbarkeit von bestimmten Sachen in der Bilanz. Löhne und Wissen von Mitarbeitern kann ich zum Beispiel nicht aktivieren, das kann ich in der Bilanz nicht aufschreiben. Gibt es keine zulässige Richtlinie dafür. Wenn ich im Endeffekt eine Immobilie, irgendwelche Sachwerte kaufe oder auch ein Patent, das kann ich dann wieder zum Beispiel in Bilanzen zum Teil aktivieren. Also es ist sehr schon normativ festgelegt, was ist als Wert zu betrachten in einer Geldordnung und was nicht. So, und da komme ich im Endeffekt auch das schöne Beispiel Homo economicus, um das ganz kurz abzugrenzen. Also für mich ist hier der Homo economicus das Rechnungs-Scholz-Modell zu sagen, alle Entscheidungen werden bewusst, rational getroffen und es gäbe sozusagen nichts anderes. Das Spannende ist, ich habe jetzt hier schon die Achsen umgedreht, soweit ich weiß, ist in den Volksbüchern normalerweise oder Lehrbüchern umgekehrt. Das heißt, waagerecht ist die Menge und senkrecht wird der Preis abgetragen. Und normalerweise aus der Mathematik ist die Aussage, x ist die unabhängige Größe, die Zeit zum Beispiel, die Zeit kann ich nicht beeinflussen, und die Größe, die sozusagen mit der Zeit verändert, ist in der senkrechten sozusagen abzutragen. Und die Aussage dieses Diagramms wird ja eine ganz andere, wenn ich die Achsen vertausche. Das heißt, geht ein Unternehmen auf den Markt, guckt, okay, für dieses Gut ist da der und der Preis erzielbar und dann entscheide ich mich, was ich produziere. Oder produziere ich erst und dann gucke ich mal, für welchen Preis ich das absetzen kann. Natürlich ist im Endeffekt ein Unternehmen, das bereits am Markt ist, hat dann beide Effekte. Das heißt, es guckt nach, kann ich meine Produkte, die ich produziere, noch zum Preis absetzen und dann gibt es ganz anders. Aber der Startpunkt wäre komisch, wenn ich sozusagen erst drauf losproduziere und dann mal gucken, für welchen Preis ich es verkaufe. Das wäre im Endeffekt eine total unlogische Entscheidung. Und dann eben ein großer Punkt, der gerade gegen diesen, oder zumindest gegen dieses Homo economicus des Rational Choice dort spricht, dass wir viele Entscheidungen nicht bewusst machen und zumindest das klassische Faktum dafür ist, wenn das sozusagen stimmen würde, dass alle Kaufentscheidungen bewusst getroffen werden, dann würde es keinen Sinn machen, in irgendeiner Werbung mit Emotionen zu arbeiten. Weil Emotionen sprechen unbewusste Effekte und Annahmen an oder Entwicklungen, Zustände und das heißt, die praktische Anwendung und Erklärung, dass es Werbung sinnvoll ist, mit Emotionen zu arbeiten, würde sofort dieses Modell eigentlich wieder, also die beiden passen nicht zusammen, sie sind nicht vereinbar. So, dann im Endeffekt der Übergang. Was würde es jetzt bedeuten, dass Freiheit sozusagen dieser Baustein für diese universelle Ethik sein soll? Zunächst einmal, jeder Mensch hat Werte. Diese Werte, die wir uns selber im Endeffekt geben oder auch die von außen sozusagen uns prägen und die wir dann innerlich übernehmen, stehen aber sehr oft im Konflikt miteinander. Das heißt, wir haben nicht einen Wert per se, sondern wir haben eine Werteskala und die Frage ist, wie bewusst wir uns machen, was ist unser höherer Wert? Eben Freiheit versus Fürsorge. Wenn ich 18 bin, ziehe ich aus, mache meine Studentenbude auf oder ist es bequemer, unter Papas Stuhl oder Papas Tisch die Beine zu lassen und zu sagen, okay, ich halte mich an diese scheiß Regeln hier zu Hause, von wegen so und so, 23 Uhr ist hier Nachtruhe nach dem Motto. Oder ich sage, scheiß drauf, ich hau ab, aber trotzdem werde ich eventuell anderen Regeln begegnen. Also da ist eben dieses Abwägen, findet bei jedem unterschiedlich statt. Dann eben als Student dann, kann ich mir leisten eine Einraumwohnung mit mehr Einfreiheit oder Wohngemeinschaft. Ist mir das Soziale wichtiger als die Unabhängigkeit? Ist mir die Gemeinschaft irgendein Wert höher? Als sozusagen ich entscheide, was ich hier mache und wie ich meine Wohnung einrichte. Und dann natürlich auch Elternschaft versus Unabhängigkeit. Wenn ich mich dafür entscheide, ein Kind zu haben, habe ich erstmal eine sehr starke Verpflichtung. Ob ich der dann nachher nachkomme, ist wieder eine andere Geschichte. Also wie werden diese Entscheidungen getroffen und wann werde ich mir bewusst, weil die können sich auch im Leben sehr stark verschieben.
Das heißt, mit 18 werde ich mit Sicherheit noch nicht die Bank, oh, Familie und Gründung und Kinder und so weiter. Aber irgendwo, wenn dann sozusagen auch bei Frauen das Thema ist, dieses Urticken, da wird ganz schnell klar, wie sich Werte verschieben, wie sich im Endeffekt auch eventuell Entscheidungen vom Beruf auf Familienleben verschieben. Ja, und da ist im Endeffekt der große Knackpunkt, warum die Freiheit dann wichtig wird. Ich habe jetzt erzählt ein paar Werte, die jeder von uns in der einen oder anderen Form in seiner Wertematrix und seiner Wertesystematik hat. Und damit wir miteinander kompatibel sind, sozusagen nebeneinander leben können, heißt es, ich respektiere deine Werteskala. Und das ist im Endeffekt die Freiheit zu sagen, ich lasse dir die Freiheit, deine Werte zu setzen, zu leben, und umgekehrt hoffe ich natürlich, dass du mir das Gleiche zugestehst. Aber wir können dort nicht mit Rechten oder mit Forderungen oder irgendetwas arbeiten, sondern es ist im Endeffekt nur eben dieses wechselseitige Prinzip, was sozusagen auch diese anderen universellen Ethiken vom kantischen Imperativ bis zur praktischen Ethik sozusagen vorwegnimmt. So, und wie ist das sozusagen, wie versuche ich das jetzt eben selber sozusagen in die Wirklichkeit zu bringen? Weil es ist schön, theoretisch darüber zu sprechen, und sozusagen zu Hause würde ich dann was ganz anderes machen. Von wegen, hier herrscht mein Duktus und alle haben sich dem unterzuordnen. Würde dem ja im Endeffekt auch schon konträr widersprechen. Das heißt, was versuche ich sozusagen in meinem Alltag zu machen und zusammenzubringen? Ja, das eine ist eben das Thema Ethik, sich selbst zu reflektieren. Das ist so, also für mich eben, ich wünsche natürlich, dass wir es mehr machen, aber ich kann es eben euch wieder nicht vorgeben, weil dann will ich wieder mit dem Wert im Konflikt zu sagen, also erkennen und verstehen der eigenen Werte. Und vor allen Dingen auch zu verstehen, das, was ich mache, gehe ich in die Selbstwert und sage, ja, ja, das habe ich ja gut gemeint, oder kann ich tief genug schauen und erkennen, okay, das war jetzt sozusagen ein Argument, das ich irgendwo vorgebracht habe, um den anderen niederzubuttern und zu zeigen, wer hier der Stärkere ist. Und nicht im Endeffekt, um wirklich die Diskussion voranzubringen. Dann im Endeffekt auch zu sagen, ich erkenne an, dass ich diese Werte nicht objektivieren kann. Ich kann mich niemals davon überzeugen, dass Freiheit das sozusagen der oberste Wert, dass sie an oberster Stelle gehören. Wenn ich dich mit Argumenten nicht überzeugen kann oder mit dem, was ich sage oder lebe oder vormache, mehr steht mir nicht zur Verfügung. Dich dazu sozusagen zu zwingen, Freiheit als oberste anzuerkennen, widerspricht ja genau dem Punkt. Das heißt, ich bin da sofort wieder im Konflikt mit meinen eigenen Systemen, mit den Möglichkeiten. Und deswegen natürlich auch in der Folge zu sagen, ich kann nur meine Handlungen anschauen, nur meine eigenen. Das heißt, wenn jemand anders draußen auf der Autobahn einen Unfall und der rast einfach vorbei und hält mich mal an, der guckt nicht mal nach, ob der irgendwie Hilfe braucht, dann kann ich den dafür nicht verurteilen. Weil erstens, ich weiß nicht, warum er das tut. Ich kenne überhaupt nicht seine Situation und überhaupt nicht sein Wertesystem. Vielleicht hätte er in einer anderen Situation, aber vielleicht hat er eine schwangere Frau im Auto, weswegen er dann im Endeffekt ganz andere Gründe hat. Also deswegen ist es ganz problematisch, an der Stelle sozusagen die eigenen ethischen Entscheidungen in dem Moment, wenn ich sie treffen würde, zu dem Zeitpunkt, zu anderen nicht zu übertragen, weil ich ihren Inhalt nicht kenne. Und deswegen, dass nur Bewertung noch besser ist natürlich, wenn ich es tatsächlich schaffe, wie die Stoiker, zu sagen, du handelst und es löst überhaupt nichts mehr in mir aus. Also nicht, dass wir nicht mehr in Kontakt gehen können, weil das ist auch, Interaktion bedeutet auch Emotionen auszulösen. Aber im Endeffekt, dass ich keine Abwehr, dass ich im Endeffekt nicht eben in dieser, wenn du das so tust, dann muss ich dich dafür bestrafen, weil du mir im Endeffekt sozusagen Schmerz zufügst, weil du meinen Werten nicht folgst. Das ist im Endeffekt Quatsch. Weil meine Werte sind für mich und deswegen muss ich die auf niemand anders übertragen und auch keine Handlungen verurteilen. Und das ist im Endeffekt der Rahmen zu sagen, selber in dieser freiheitlichen Gedanken leben und andere leben und leben lassen und damit sozusagen die Grundlage zu legen. Deswegen, also diese universelle Ethik besteht nahezu aus nichts. Eigentlich. Man muss da gar kein großes Konstrukt aufmachen, sondern kann genau sagen einfach, das ist alles. Ich muss nur für mich bleiben, zu sagen, das ist in Ordnung und alle anderen leben lassen. Und sonst halt sagen, okay, wenn du was gegen mich machst, dann werde ich mich schon verteidigen. Ja, aber gelangt man dadurch nicht in so einen Subjektivismus und Relativismus? Also, dass man, ja, also dass dann jede Handlung eines anderen in irgendeiner Weise legitim erscheint. Also, dass man sagt, na gut, er hat halt einen anderen moralischen Kompass oder hat andere Präferenzen, wenn man so will. Um mit dem Homo economicus zu sprechen,
dann kann man ja gar nichts mehr verurteilen, kann ich jetzt anklagen, es wäre demnach nichts falsch. Genau. Genau das ist im Endeffekt der Schlüssel für Frieden. Ich verurteile keinen als richtig und falsch. Das Einzige, was mir nicht daraus folgt, dass ich sozusagen die Handlung eines anderen nicht stoppe. Das heißt, wenn der andere im Endeffekt anfängt, gegen meine Freiheit zu agieren, das heißt, wenn er irgendwie versucht, auf mich Zwang auszuüben, sein Wertesystem auf mich zu übertragen, dann gehe ich sehr wohl in die Abwehr. Also das eine schließt nicht aus, dass ich im Endeffekt nicht sozusagen gegen Fremdbestimmung nicht vorgehen kann. Aber ja, im Endeffekt die Quintessenz ist, Verurteilung geht es sozusagen, also du darfst nur dich selber verurteilen. Und die Frage ist, was es für dich bringt, wenn du dich verurteilst, statt dich sozusagen zu entwickeln. Weil es sind ja auch, machst du dich, ja. Und wenn man in der Beobachterrolle eines Dritten ist und sieht, wie Person 1 auf Person 2 eben diesen Druck ausübt, wie verhältst du dich dann, deiner Meinung nach? Also lässt man dann alles geschehen, was um mich herum passiert? Definitiv nicht. Also, aber das ist natürlich auch wieder deine Entscheidung. Die Frage ist, ist Zivilcourage für dich ein Wert? Das heißt, im Endeffekt soziales Miteinander ist für dich ein Wert und trittst du für andere sozial ein. Und dann wird sich die Frage beantworten, ob du in einer Situation, wo du genau siehst, dass der andere unterlegen ist und zumindest so weit beurteilen kannst, dass egal was vorher gewesen ist, dieses Verhalten nicht angemessen ist. Weil es im Endeffekt sozusagen genau wieder dem entspricht, der andere entzieht dem anderen die Freiheit. Aber das ist doch dann, es würde ja dann gegen den Wert gehen, dass jeder so frei handeln darf. Also ich finde eigentlich, widerspricht sich Zivilcourage ziemlich mit den Ansätzen von der universellen Ethik. Weil ich halt finde, ich zwänge dann ja jemand anderen, weil jetzt hat, nehmen wir das Beispiel, der eine verprügelt den anderen. Ich sehe das und gehe dann zu dem einen hin, aber es ist ja an sich, wenn sein Wert ist, er möchte dem anderen überlegen sein, dann muss ich den doch dann nach den Werten akzeptieren, oder? Das Einzige, was du an der Stelle, wenn du noch nicht genau weißt, wie die Situation ist, wäre im Endeffekt die Frage, der sozusagen unterlegen sein soll, fragen, willst du das? Das ist im Endeffekt tatsächlich die Frage. Wenn er freiwillig sozusagen sich unterordnen möchte und dominiert werden möchte, in welcher Form auch immer, das muss ja nicht automatisch negativ sein, es kann ja sein, dass jemand anders möchte, dass seine Entscheidungen sozusagen von anderen getroffen werden. Ja. Aber dann ist die einzige Frage, die du in dem Moment, bevor du im Endeffekt eingreifst, fragen musst, sag mal, du, willst du gerade geprügelt werden? Und wenn er sagt, ja, ich will mit dem boxen, ich weiß zwar, dass ich verliere, aber wir boxen halt gerne und so weiter, dann musst du nicht eingreifen. Also wenn du unsicher bist, sozusagen die Situation richtig zu beurteilen, musst du fragen. Also wir sind sowieso einfach jetzt direkt in der Diskussion, weil das ist genau der Punkt, zu sagen. Du hast... Nee, nur, also es besteht aber auch die Möglichkeit, dass ich die Motive eines anderen doch verstehe, auch wenn es nicht meinem eigenen Wertensystem entspricht. Ich kann die Handlungsweise eines anderen verstehen und sage, ach, so tickst du. Oder? Das ist selbstverständlich möglich. Ist nicht so, dass mir das absolut fremd bleiben muss. Die Frage ist nur, also klar, immer ein Korrektiv zu haben, zu gucken, bist du dir sicher, dass du sie verstanden hast? Und dann immer die Frage, ob dieses Verhalten sozusagen, was er über andere dann ausübt, ob du das trotzdem akzeptieren möchtest. Ja, das heißt, dann gibt es ja doch über der Ebene unserer Handlungen, gibt es ja doch die Ebene der Kommunikation, wo wir uns verständigen über die Motive unseres Handelns, wenn wir wollen. Wenn wir wollen, ja. Genau. Ich finde das ein wesentlicher Punkt. In dieser Universalisierung, dass es dieses Moment der Verständigung gibt über die Motive unseres Handelns, wenn wir bereit sind, darüber auch selber zu reflektieren. Genau, weil es ist spannend zu dem, was sie ja gerade gesagt hat, weil du kannst eben versuchen, in die Kommunikation zu gehen, aber wenn die andere Seite nicht bereit ist, dann musst du im Zweifelsfall unabhängig von der Gewissheit darüber, was die Motive sind, entscheiden. Ja. Also vielleicht noch mal ganz kurz auf diese Diskussion von eben. Die Argumentation, die du da gerade vorgebracht hast, klang für mich sehr danach, als wärst du für ein Recht des Schärferen. Denn wenn jedem zugesprochen wird, die eigenen Vorstellungen von Werten auszuleben und gleichzeitig mir dann auch zugestanden wird, meine Vorstellungen von Werten zu verteidigen, dann kommt es ja nur noch darauf an, dass ich stärker bin als die anderen, damit sich mein Wert durchsetzen und nicht die der anderen. Weil ich habe keinen Grund dafür, die der anderen zu respektieren, wenn das nicht meinen Werten entspricht. Wenn ich sage, in meinen Werten kommen andere Menschen eigentlich gar nicht vor. Das sind alles Instrumente und die benutze ich in meiner Weise. Und wenn die mich stören, dann schiebe ich sie weg. Und wenn
und ich kann das, weil ich bin stark und ich habe die Waffen. Es gibt keinen Grund für mich zu kritisieren. Der Moment des Kritisierens ist ja trotzdem gegeben, in dem Moment, wo du andere gegen ihren Willen sozusagen sich dir unterordnen lässt. Also wenn du im Endeffekt deine Stärke benutzt und nicht deine Vereinbarung über Werte, dann bist du im Konflikt mit den Werten mit den anderen. Und dann ist tatsächlich die Frage, ob du es schaffst, eine Gruppe um dich zu sammeln, die eine andere Gruppe im Endeffekt unterdrücken kann aufgrund der Stärke und nicht aufgrund der gewählten Kommunikation. Darf ich noch ganz kurz zurückfragen? Ja. Nimmst du Kants Prinzip als einen Teil deiner universellen Ethik? Nein, im Endeffekt ist es eine Formulierung, die dem Ähnlichen entspricht. Aber was im Endeffekt soll ich als Teil übernehmen? Weil der einzige Teil ist tatsächlich das Freiheitsaspekt, weil mehr steckt da nicht drin. Ja, Kant sagt ja unter anderem auch, du kannst deine Freiheit ausleben in dem Maße, dass sie nicht die Freiheit anderer einschränkt. Genau, also klar, das ist im Endeffekt, wenn du Freiheit, also wenn du dieses System auf mehrere Menschen überträgst, diese universelle Ethik, dann kommst du genau zu dem Punkt. Der ist automatisch enthalten, ja. Ja, das sagst du ja mit Leben und Leben lassen. Genau. Ich beschränke doch, finde ich, dann immer den anderen davon, indem ich dann sage, nee, du darfst es nicht machen. Weil der andere will das gerade nicht. Da beschränke ich doch den einen, der es tut und seinen Wert, dass er, was Felix auch gesagt hat, dass er dem anderen zum Beispiel überlegen sein möchte, weil er es kann. Da beschränke ich ihn ja dann. Und das gibt mir das Recht, ihn dann zu beschränken, aber er darf ihn nicht beschränken. Nein. Also im Endeffekt, du meinst, dass du, weil du dich dem Stärkeren nicht unterordnen willst, den Stärkeren beschränkst in seinem Wunsch, sich sozusagen stärker zu fühlen als du. Zum Beispiel, und auch wenn ich als Dritter aufgeregt die Situation sehe, auch einfach nicht beurteilen kann, weil ich es in Momentaufnahmen und ich möchte vielleicht reagieren, dann beschränke ich ja trotzdem den einen. Du meinst, weil du Fragen, also ich habe ja gesagt, erst wenn du nicht weißt, wie die Situation existiert, Fragen stellen. Und du meinst, wenn du Kommunikation ausführst, ist das schon eine Beschränkung? Zum einen vielleicht der Handlung an sich, könnte ja, ich unterbreche sie. Du unterbrichst sie eventuell, ja. Aber auch trotzdem, warum, wenn der Wert das von A steckt B, wenn der Wert von A ist, ich möchte eben dominierend sein, ich will auch stark sein, dann schränke ich ihn ja ein, wenn ich sage, nein, B möchte nicht geschlagen werden, du darfst ihn schlagen, dann was gibt mir das Recht, dass ich jetzt halt B einschränken darf? Nichts. A einschränken. Ja, genau das, was du gesagt hast, A schlägt B. Nein. Wenn es einen Konflikt zwischen zwei Werten gibt, so wie du dich selber entscheiden musst, zwischen einem Wertekonflikt, heißt es auch, wenn zwei Menschen einen Wertekonflikt haben, weil sie sozusagen aktuell nicht zusammenpassen, dann kann der eine versuchen, es über das Recht des Stärkeren machen, aber es gibt kein Recht des Stärkeren. Also als Recht, du kannst das Prinzip des Stärkeren anwenden, aber es gibt keine Rechtfertigung dafür. Aber dann darf ich doch überhaupt gar nicht einschreiten, so verstehe ich das, weil ich ja dann, gerade wenn es darum geht, um Leben und Leben lassen, dann muss ich den doch eigentlich auch leben lassen und darf nicht einschreiten. Das ist für mich der Ja, aber die zwei Beteiligten, derjenige, der sich im Endeffekt, der gerade eingeschränkt wird, der gerade im Endeffekt das Unterlegene, die unterlegene Person ist, die aber nicht freiwillig in dieser Rolle ist. Ich beschränke doch dann den anderen, finde ich. Und was nein, mir auf nein. einmal das Recht, den anderen zu beschränken, weil ich sage, du darfst ihn nicht schlagen. Ja, es gibt, deine Entscheidungen können nie auf einem Recht basieren, sondern nur auf deinen Werten. Und dein Wert ist die Freiheit. Und im Endeffekt, die Frage ist, ob du einen... Nein. Erstmal, es gibt bereits eine Beschränkung und die Frage ist, ob du die Beschränkung bestehen lässt. Ob du sozusagen, klar, du gehst dann im weiteren Fall dazu vor, du entscheidest dich auch dafür, genau, du entscheidest dafür, auch seine Freiheit zu beschränken, aber damit gehst du im Endeffekt mit seinem Wertekomplex d'accord, weil er sagt, Freiheit beschränken ist in Ordnung. Auf welche Art und Weise aber dann? Er sagt vielleicht auf die gewaltvolle Art und Weise. Ja, du kannst ja selber entscheiden, dann, wie du seine Freiheit beschränkst. Wenn mein Wert ist Leben und Leben lassen, dann finde ich, widerspricht das ja mein Wert. Das heißt, sobald ich die Maxime habe, darf ich keine Zivilcourage ausüben. Nein, das ist im Endeffekt genau der Punkt, wo du genau deinen inneren Wertekonflikt lösen musst. Du musst dich entscheiden, übst du Zivilcourage aus, um Freiheit anderer zu schützen und damit aber im Endeffekt gegen das Argument der Freiheit dieses anderen, du kannst diesen Konflikt, egal auf welche Ebene du gehst, du kannst ihn nicht auflösen. Ich habe ihn ja ständig. Ja eben, natürlich. Das ist das Leben. Das ist im Endeffekt... Genau, das ist der Grund. Und deswegen ist es ja so schön, weil es schwierig ist und du damit lernen musst, umzugehen, kommst du auch in das Prinzip der Verantwortung. Weil du handelst dann und dafür musst du verantwortlich sein. Du kannst es nicht an Institutionen auslagern. Du hast den Konflikt in dir. Und das ist das Ziel.
das ist tatsächlich das primäre Ziel, zu sagen, du spürst die Verantwortung, du musst selber merken, so von wegen ein Richter, der, der muss die Entscheidung treffen. Okay, jetzt machen wir erstmal die Runde rum. Also ich würde sagen, du meinst vielleicht, dass es darum geht, dass es sozusagen eine Konkurrenz oder ein Austarieren, welches Wertesystem gelten soll. Das ist ja damit nicht verbunden. Also wir kämpfen ja nicht darum, dass sich Wertesysteme durchsetzen, genau, die wir vertreten. Das genau, das war ich finde das, was du bringst, ist ein herrliches Spiel. Also ich würde es gerne mal auch vom Positiven durchspielen. Also nicht sozusagen Verneinungen, ja, das können wir auch machen. Aber in einem ersten Durchgang mal das Austesten, ist es möglich? Kann man sich denken, dass Menschen, also wir zum Beispiel hier, auf dieser Basis, was du sagst, friedlich miteinander leben können? Also ich finde, vom Gesprächsablauf könnten wir das jetzt mal so durchspielen, dass wir also nicht verneinend auf dein Angebot reagieren, sondern jetzt mal sagen, wir spielen es mal durch, ob es möglich ist. Also ich finde zum Beispiel diese Frage, also es gibt eine Verständigung, das ist mal das eine Wichtige. Und das Zweite ist, wir werden sehen, wenn wir uns über unsere Motive unterhalten, dass die im Grunde alle harmonisierbar sind. Wenn hinter diesen Motiven eine Erkenntnis steht und wenn wir Rücksicht nehmen, dass jeder von uns eigentlich in seiner individuellen Umwelt, in seinem individuellen Problemfeld lebt, aus dem heraus er gezwungen ist, individuell zu handeln. Wir setzen ja voraus, es gäbe sozusagen eine objektive Welt, wo wir nur darüber entscheiden, wie sollen wir in dieser Welt handeln. Aber jeder von uns hat ja eine individuelle Welt, die ihn zu einem individuellen Handeln herausfordert. Also ich würde es gleich aufgreifen, ich will erstmal die Wortmeldung. Also, so wie ich das jetzt verstanden habe, jeder ist für sich die höchste moralische Instanz. Ja. Und jetzt sind wir noch zu dem Beispiel, immer, ja, der eine schlägt, oder A schlägt B und B will das gar nicht. Also wenn ich jetzt die höchste moralische Instanz bin, dann entscheide ich für mich, okay, ich akzeptiere es, andere zu schlagen. Und somit akzeptiere ich auch, dass es Leute gibt, die wohl nicht geschlagen werden möchten. Also suche ich mir von mir aus, wenn ich mich jetzt schlagen möchte, akzeptiere ich auch, geschlagen zu werden und suche mir jemanden, der auch akzeptiert, geschlagen zu werden oder auch schlagen möchte. Das heißt, ich würde gar nicht zu jemandem gehen, der nicht geschlagen werden will, so eine Art. Du würdest zum Boxring gehen. Richtig. Also das heißt, die Frage stellt sich nicht, ob ich den ich jetzt haue, dass der das nicht will. Sondern die Leute haben eine Übereinkunft getroffen, ja, wir hauen uns gerne gegenseitig. In der positiven Ausprägung. Hm. Genau. Also ich finde das einen interessanten Vorschlag von dir, Anton, dass man das in diesem Sinne erstmal durchspielt und sich überlegt vielleicht auch, was sind die Konditionen, innerhalb dessen wir uns das gut vorstellen können. Du hast ja, also die goldene Regel ist ja wirklich eine relativ tief in unserer Kultur verankerte moralische Regel. Insofern ist das ja auch nichts, was der breiten Masse an Werteinstellungen erstmal komplett widerspricht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass zum Beispiel wirklich ganz konkret die Menschen, die sich jetzt hier auf dieser Kongress, wenn man so nennen darf, befinden, sich gut dafür eignen würden, auf dieser Basis zu hantieren, dass man eigentlich alle formell durchgesetzten Gesetze abschaffen könnte und sagen könnte, hier muss gar kein Polizist rumlaufen, der dafür sorgt, dass wir uns gegenseitig respektieren in unseren Freiheiten. Das finde ich schon spannend und stark und ich glaube, damit beschreibst du ein ganz wichtiges Verhältnis in Gruppen und was dazu führt, dass man sich auch stärker selbst erkennen und entfalten kann, weil du, glaube ich, auch einen sehr starken Punkt damit machst, dass insoweit Gesetze vorgegeben sind und Institutionen durchgesetzt werden, einem damit Verantwortung abgenommen wird und man insofern auch weniger reflektiert, weil man weiß ja, wie man es machen muss. Man braucht nicht drüber nachdenken, wie man es machen sollte oder wie man das Gefühl hat, dass es richtig wäre. Also damit bringst du einen sehr starken Punkt, der, glaube ich, zum Beispiel im Rahmen der Erziehung auch sehr positiven Einfluss auf Menschen haben kann. Das ist jetzt ein positiver Punkt. Genau. Ich sammle das noch und dann versuche ich da ein bisschen was zu noch zu sagen. Also, ich möchte es auch sagen, ich finde die Idee total gut, das positiv zu sehen. Ich finde, das sind auch für mich meine persönlichen Ideale, die ich an die stelle.
Nur für mich ist das halt diese Konfliktsituation, deswegen habe ich auch die Frage gestellt, in der ich mich halt dann doch so häufig befinde, wo ich selber auch gar nicht weiß, wie ich handeln sollte oder ja, was ich als dann richtig empfinde. Und deswegen finde ich halt die Frage auch so interessant. Das war das Erste. Das Zweite ist, wie es mit impliziten Regeln aussieht, weil wir haben hier gerade auch implizite Regeln. Zum Beispiel, wenn alle schreien, während ich spreche oder sowas. Implizite Regeln, dass man in der Gesellschaft allgemein gibt es ja dann doch relativ viele, die sich bilden. Dann hätten wir dann wieder so ein Regelkonstrukt, an dem sich befindet. Meine dritte Frage, die wäre noch mal ganz kurz in deiner Präsentation gewesen, was Steuerbilanz und Handelsbilanz angeht. 2009 hatte man als Maßgeblichkeitsprinzip, das hieß, man muss es gleich machen, Steuerbilanz muss gleich Handelsbilanz sein. Das wäre nur durch die Amerikanisierung der Handelsbilanz verloren haben. Das heißt, man hat ja ursprünglich, finde ich, da tatsächlich den Gedanken, dass es gleich sein sollte, der Darstellung. Genau, das war's. Ja. Angefangen von dem Punkt, was du im Endeffekt gesagt hast. Also genau, also ein Grundsatz im Endeffekt, damit es positiv abläuft oder zumindest es ist nicht absolut notwendig, aber es erleichtert es sehr, wenn die Kommunikationsbereitschaft auf beiden Individuen sozusagen, die in dem Moment beteiligt sind, gegeben ist. Und das Spannende ist im Endeffekt dann dieses Tieferlegende. Ich weiß nicht, wer von euch gewaltfreie Kommunikation kennt, dieses ganze Thema. Und da geht es nämlich darum, dieses ganze Handeln, alles was wir sozusagen tun, ist zur Erfüllung von Bedürfnissen. Die Frage ist nur, darüber Klarheit zu gewinnen. Und es ist auch einfach mal ein Bedürfnis zu sagen, einfach mal zu brillieren mit irgendetwas. Aber sich da ehrlich zu sein von wegen, nein, ich habe jetzt nur ein ganz wichtiges Argument vorgebracht, das hatte mit meiner Person gar nichts zu tun. Was im Endeffekt unsinnig ist, weil eben, wie gesagt, eine Prämisse ist auch an der Stelle, jedes menschliche Handeln hat mit dir als Person zu tun. Willst du kurz was? Ja, was ist jetzt die oberste Ausrichtung des Handelns für dich? Also eben hast du von Bedürfnissen gesprochen, vorhin von Werten. Also was richtet man sich aus und wie hängt das zusammen? Genau, also im Endeffekt das eine ist der Grund, warum du handelst. Das ist im Endeffekt, um deine Bedürfnisse zu befriedigen, zu erfüllen. Es ist nicht klar, wie bewusst du dir des eigentlichen Bedürfnisses bist. Es kann sein, dass du es ganz anders rational argumentierst, aber du hast ein Bedürfnis, deswegen kommst du ins Handeln. Jetzt ist die Auswahl der Handlungsstrategie, das ist sozusagen im Rahmen der Moral. Das heißt, dein Wertekanon aus der Ethik sagt, dieses und jenes sind meine Werte, das und das ist mir wichtig, das und das ist mir weniger wichtig. Und dann hast du, wenn du gut bist, hast du drei Handlungsoptionen und kannst sagen, okay, in der Küche liegt jetzt Brot. Ich kann jetzt einfach schnell hingehen, mir das holen. Ich kann jemanden fragen, ob ich was davon abhaben kann, weil es ist nicht meins. Ich respektiere Eigentum zum Beispiel dann und sage, okay, ich frage um Erlaubnis. Oder du fährst weg und fährst einkaufen. Sozusagen drei Handlungsoptionen, wie du jetzt an Brot kommst, wie du dein Bedürfnis nach Brot gerade erfüllen kannst, irgendwas zu essen. Und im Endeffekt, je nachdem, wie deine Wertepyramide gelagert ist, wenn du sagst, Eigentum, ich respektiere das nicht, außerdem liegt es darum, das ist eh keiner, zack, holst es dir. Oder du sagst halt, ich bin zu schüchtern, um zu fragen, um Erlaubnis zu fragen, das heißt, du willst lieber diesen sehr viel aufwendigeren Weg irgendwo in den Supermarkt zu fahren. Also deswegen, das ist sozusagen dieses ganze Kanon, wo es sehr spannend wird, auch zu differenzieren. Und da kommt zum Beispiel ein sehr wichtiges der Wort, was wir sehr gerne benutzen, ich muss. Ich streiche meine Verantwortung und ich muss. Also im Endeffekt bloß mal im allgemeinen Sprachgebrauch von wegen, das Zweite, was mir genauso gut gefällt, ist, ich habe keine Zeit. Weißt du, sag mir doch bitte, von wegen, interessiert dich das Thema, interessiert dich das nicht, willst du wirklich drüber reden und so weiter. Nein, mir sind andere Dinge wichtiger, ich möchte mein Studium machen, ich möchte arbeiten, ich möchte mit meinen Freizeit genießen und so weiter. Lass mich mit dem Thema in Ruhe. Das wäre zumindest ehrlich. Es ist manchmal belastender als sozusagen diese sozialen Lügen, aber die sozialen Lügen sind langfristig viel, viel störender. Weil du im Endeffekt nie daran, also im Endeffekt, es fehlt die Offenbarung. Das heißt, das ist wieder die Frage, wie viel zeigst du? Wie viel von deinem Wertesystem trägst du nach außen? Oder bist du im Endeffekt auch so... Ja, das Thema zum Beispiel Konfliktbereitschaft. Das heißt nicht, dass du ständig Konflikte haben möchtest, sondern die Frage ist, ob du in der Lage bist, Konflikte zu führen. Eben das, was du in dir austrägst, Wertekonflikte, ob du das Gleiche in der Lage bist, nach außen zu kommunizieren, und zwar ohne Anklage, nicht indem du dein Wertesystem überträgst, ey, du Trottel, du hast jetzt da das, du bist ein Dieb, du hast das aus der Küche geklaut, das Brot und so weiter. Nein, im Endeffekt, ob du sagst, also ich hätte in deiner Situation, wäre ich zum Supermarkt gefahren. Das ist im Endeffekt die einzige Aussage, die du treffen kannst, und aber keine normative Aussage, sind wir beim Thema normative Aussagen. Die Frage ist,
Wie schaffst du es im Endeffekt mit dem anderen zu kommunizieren, dass du sagst, er hat sozusagen gegen das, was für dich wichtig ist, verstoßen und es fällt dir schwer, mit ihm den Umgang zu pflegen, wenn er sowas regelmäßig macht? Er kommt zu dir zu Besuch, räumt den Kühlschrank aus, trinkt seinen super Wein leer und so weiter. Und also, obwohl du gerne großzügig bist und ihm gerne ein Glas angeboten hast, hat er den ganzen Wein weggesoffen. Ohne dass er dich gefragt hat. So Thema WG, Kühlschrank teilen und so. Ne? Das sind alles im Endeffekt Sachen. Wie sind wir in der Lage, mit Konflikten umzugehen, sie zu verbalisieren, nicht anzuklagen, nicht zu beschuldigen und dann im Endeffekt Lösungen zu finden, die im Endeffekt dann darauf hinauslaufen, Handlungsoptionen zu finden, auch für den anderen im Endeffekt verfügbar zu machen, weil die Frage ist, ja, geh nie wieder an meinen Kühlschrank oder an meine Sachen, das ist keine Handlungsoption. Im Endeffekt eher zu sagen, okay, ich würde dich bitten, dass du zumindest fragst, wenn du was von mir hast oder irgendwas, oder irgendwie, ja, dass du mit mir sprichst, wenn da irgendwas nicht in Ordnung ist und so weiter. Also es ist sehr schwierig da wirklich, weil wir sind es halt kaum gewohnt. Wir sind so, dieses Urteilen, weil wir urteilen, also wir machen ja ständig unsere Urteile. Die Frage ist halt nur dieser fließende Übergang zwischen beurteilen, was ist jetzt für mich wichtig, und verurteilen von wegen, das, was du gemacht hast, ist falsch, das ist nicht in Ordnung, das gehört bestraft, dafür musst du eingesperrt werden. Und ja, das ist dieses Bild. Und deswegen dieses Thema des positiven Unterstellens, das ist das, wir haben ein Strafsystem, in dem gesagt wird, Strafe ist notwendig für Leute, die falsch gehandelt haben. Ja, aber wer definiert denn bitte, was falsches Handeln ist? Und zu welchem Zeitpunkt? Und an welcher Stelle? Das Töten von Menschen ist strafbar, das ist verboten. Und gleichzeitig machen wir eine andere Schiene auf, da sagen wir, das Töten von Menschen ist deine Pflicht. Haben wir. Und im Endeffekt, in diesem Wertewiderspruch kann kein Mensch im Sinne einer Menschlichkeit, im Sinne der Bedürfnisse wieder, überleben, da weil diesen Wertekonflikt... Das Töten von Menschen eine Pflicht ist? Soldat. Wo ist da das Töten von Menschen eine Pflicht? Wenn du als Soldat im Kriegsgebiet bist, ist es entweder deine Aufgabe, den anderen zu töten oder selber zu sterben. Ja, es ist die Aufgabe, den anderen unsterblich zu machen. Das ist es bei der Polizei. Also nein, im Endeffekt, bei der Polizei ist es im Endeffekt formal tatsächlich gegeben, sie sollen den anderen unschädlich machen. Beim Militär ist diese Prägung normal nicht formuliert. Da geht es tatsächlich, den Gegner ausschalten. Und zwar so, dass er nie wieder handeln kann. Nicht nur vorübergehend. Heißt der Schießbefehl. Wobei der hat ja noch einen anderen Grund. Aber ja, deswegen, also es gibt eben durch diese Strukturen, durch die Institutionen, durch unseren Alltag, der eben ganz stark davon geprägt ist, zu urteilen und zu verurteilen und das auch immer wieder nicht reflektiert wird. Deswegen haben wir ja auch so dieses, also für mich so ein ganz großer Knackpunkt, dieses Thema Strafsystem. Wie viele von euch kennen alternative Systeme, wie man mit Menschen umgeht, die im Endeffekt andere Eigentumsdelikte sozusagen schädigen? Ich weiß jetzt leider den Begriff nicht mehr, also es gibt auch, glaube ich, eine Sozialforschung in der Richtung, die sich genau damit beschäftigt hat. Aber es gab auch eben wieder Untersuchungen in irgendwelchen kleineren Stämmen. Statt im Endeffekt denjenigen zu bestrafen und einzusperren, war dort im Endeffekt dieses Bild, das heißt, dieser Stamm hat sich zusammengesetzt und mit dem Menschen angefangen zu sprechen und versucht zu verstehen, warum er dieses Kollektiv sozusagen verlassen hat. Was mit ihm passiert ist, wo er ja im Endeffekt sein Bedürfnis kaputt gegangen ist, in Kontakt mit der Gemeinschaft zu bleiben und gegen die Gemeinschaft in irgendeiner Form Schaden anzumachen, jemanden zu bestehlen, jemanden zu betrügen und so weiter. Weil es sind im Endeffekt, ich glaube, ein Mensch, der im Endeffekt in einer Gemeinschaft funktioniert, die nicht mit Zwang ausübt, sondern in der diese freiwilligen Geschäfte tagtäglich stattfinden, also diese freiwilligen Übereinkünfte, wie jetzt das hier schweigt, da ist es unglaublich schwer, ich bin jetzt bereit, dir zu schaden, dir weh zu tun, dir Schmerz zuzufügen. Also diese Hürde wird unglaublich groß, je länger ich, glaube ich, in so einem sozialen Umfeld bin ich mir ziemlich sicher. Aber heute sind wir so darauf gepolt, vor allem, weil wir auch diesen inneren Konflikt haben, dieses, nicht nur den Wertekonflikt, sondern dieses, ich habe falsch gehandelt. Weil auch in dem Wertekonflikt, oder auch wenn du eine Handlung gewählt hast, wo du genau weißt, es verstößt gegen das, aber in dem Moment, warum auch immer, nicht anders gewählt hast, ich sage nicht, dass du nicht, also du konntest auch in dem Moment nicht anders, weil sonst hättest du es getan, dich sozusagen für Vergangenes zu verurteilen, das hilft dir nicht weiter. Aber damit führst du sozusagen das Strafsystem in dir selber ein.
Also, ja. Ich würde jetzt von dieser positiven Runde abweichen, wenn das okay ist. Also auf der Systems. Sie ist so gestrickt. Ne? Der System ist destruktiv gestrickt. Nein, also ich wollte nochmal sagen, was ich gerne betonen möchte, ist wirklich, ich finde, du hast sehr starke Punkte, die mir echt einleuchten, um sowas zu tun wie zum Beispiel moralische Bildung. Ich kann mir vorstellen, dass das ein wichtiger Weg ist, Leute im alltäglichen Umgang miteinander zu schulen und sozusagen kompatibler zu machen. Ganz kurz, weil mir fällt gerade ein, du hast vorhin das Wort Erziehung benutzt. Ja. Weil das genau, da hatte ich auch gerade genau diesen Moment, es gibt keine Erziehung. Erziehung, in, so wie sie definiert ist, von jemand anders dazu zu bringen, sich ein bestimmtes Verhalten anzugewöhnen, ist im Endeffekt Unsinn. Aber im Endeffekt, das, was du jetzt gerade beschreibst, ist das, was ich unter Erziehung eigentlich verstehen würde. Moralische Bildung. Ja, okay. Also dafür könnte ich mir vorstellen, ist das ein schöner Ansatz. Ich möchte nur darauf hinweisen, also dass mir auffällt, dass wenn du das als Theorie hinstellst, du meine Augen drei Schwachstellen hast die, oder mit Kant teilst. Die erste ist die Unterschätzung von Emotionen die Unterschätzung des Fakts, oder was ist Fakts, aber der wie soll man sagen, in der Psychologie doch relativ weit vertretenen Einschätzung, dass ethische Werturteile eher sowas sind wie moralische Dispositionen als rationale Urteile, die ich im Moment dann fälle auf Basis von Argumentabwägungen. Was da stattfindet, sind sehr viel eher findet auf einer vor kognitiven oder vorbewusst kognitiven Entscheidungsfindung statt und sehr viel, sondern einen Schritt früher auf eine Frage der Disposition, was ja nicht widersprüchlich komplett ist, sondern was ich einfach nur klar machen muss, dass da nicht immer so ein Abwägungsprozess da ist. Man kann natürlich trotzdem reflektieren. Der zweite Punkt, Entschuldigung, dass ich jetzt hier gleich runterblättere, der zweite Punkt ist in meinen Augen, dass du davon das nicht berücksichtigt, dass Werte beeinflusst werden und nicht vom Himmel fallen. Ich wurde nicht mit einem Set von Werten geboren und muss sie jetzt ausleben, sondern ich bin als Mensch geboren und in ein Umfeld gekommen und diverse Faktoren haben mehr oder weniger gezielt meine Werte beeinflusst. Und es gibt nicht wenige, die für sich erkannt haben, dass um ihre gern wertebasierten Ziele zu erreichen, es sehr effektiv ist, die Werte anderer gezielt zu beeinflussen. Und insofern, voll im Rahmen einer Theorie zu bleiben, einfach nur dafür zu sorgen, dass der Rest der Menschheit, seine Werte so anpasst, dass die kompatibel mit meinen Werten sind, die stark darauf hinzielen, dass andere Leute was für mich tun oder so weiter. Diese Beeinflussbarkeit von Werten, wenn man die mitdenkt, dann wird das Ganze ungleich komplexer, weil du dann auf ganz andere Weise nochmal berücksichtigen müsstest in deinen eigenen Erwägungen, welche Effekte haben andere. Okay, zur Redelanz. Dritter Punkt, die Unüberschaubarkeit von Informationen, die vorhanden sind. Du kannst eigentlich so gut wie keine Situation vollständig einschätzen. Du weißt weder genau, was andere Leute für Werte haben. Selbst wenn du sehr empathisch bist, bist du damit überfordert. Also ich halte es sogar für sehr schwer, die eigenen Werte wirklich gut zu kennen. Und dann spielen ja noch eine ganze Reihe von anderen externen Informationen eine Rolle. Was wiederum dazu führt, dass du dann nur sehr, also tendenziell falsche Entscheidungen treffen kannst und deshalb eine so rationale Betrachtung der Moral und Ethik darüber immer stolpern wird. Okay,
Mach du noch? Oder magst du gleich? Also ja, ich würde gerne diesen ganzen Themenkomplex aufgreifen, weil du warst jetzt am Anfang nicht da, als ich sozusagen kurz definiert habe, was ich jetzt mit diesen Begriffen umfasse. Mhm. Die sind, weil im Endeffekt für alle drei Aussagen, die du getroffen hast, stimme ich dir zu, dass sie so sind, wie du sie ausführst, aber nicht, dass sie in irgendeinem Konflikt mit dem stehen, was ich sozusagen da stehe. Weil ich weiß nicht, also ich weiß, dass Kant sehr rationalistisch, also diesen Rational Dings, und genau der interessiert mich im Endeffekt, also der rationale Teil, auf den gehe ich überhaupt nicht d'accord. Aber ich sage nicht, dass es sozusagen mit dem Rest nicht funktioniert. Also ich setze, also Rationalität ist für mich keine Voraussetzung, dass mit das funktioniert. Weil deswegen, die Beschränkungen sind ganz viel einfacher. Dein Handeln ist ja meine Unterstellung, dass es deiner Bedürfnisbefriedigung dient. Es kann sein, dass du, deswegen, du hast gerade schon die Begriffe wieder richtig und falsch gemacht. Es gibt kein richtig und falsch im menschlichen Handeln. Weil, wer ist die einzige moralische Instanz für dein Handeln? Du selbst. Das heißt, es kann in dieser Form kein richtig und falsch geben. Es kann aber im Nachhinein die Erkenntnis geben, diese Handlung hat mich nicht zum Ziel geführt. Ich habe die Situation komplett falsch eingeschätzt. Ich habe die Person komplett falsch behandelt. Ich dachte, dieses Signal wäre ein Zeichen der Annäherung. Dabei hat sie sich nur zurückgezogen. Habe ich komplett falsch interpretiert. Das kann ich. Punkt 3, oder? Das ist so ein bisschen Punkt 3. Das heißt, es geht nicht darum, richtig und falsch zu beurteilen, sondern es geht im Endeffekt darum, dieses Handeln, das ich an den Tag lege, du sollst dich ja auch nicht moralisch beurteilen, aber du sollst durchaus lernfähig sein. Und die Sache ist, was sie ja vorhin auch angeführt hat, sie können die Situation nicht einschätzen. Sie kann auch die Bedürfnisstruktur des anderen, also dieses Wertemodell des anderen nicht einschätzen. Aber genau deswegen, ihre Handlung basiert nicht auf dem Wertemodell des anderen, sondern auf ihren. Das heißt, sie muss für ihre Handlungsentscheidung nicht zwingend viele Informationen besitzen. Das ist ja gerade der Konflikt. Du musst in Unwissenheit handeln. Das ist Fakt. Du kannst nie so viele Informationen haben, dass du mit absoluter Gewissheit dein Handeln, das Ergebnis absehen kannst. Das ist unmöglich. Aber das brauche ich dafür nicht. Ja. Der Punkt ist doch, dass ich, wenn ich für mich die Maxime akzeptiere, dass, die, dass meine Freiheit so weit reicht, wie sie gegen die Freiheit der anderen nicht einschränkt, muss ich irgendwo Informationen darüber haben, was die Freiheit der anderen einschränken würde. Und das, ansonsten kann ich die nicht einhalten und kann damit auch nicht umgehen, ansonsten sagt die mir diese Maxime gar nichts. Und, Im Endeffekt, da ist ein Problem, was ich früher sozusagen auch gelebt habe, so von wegen Thema der Annäherung. Wenn ich von dem anderen nicht die absolute Sicherheit bekomme, dass ich mich annähern darf, werde ich mich ihm nicht annähern. Kommst du in das Konfliktproblem? Ich werde den anderen nie kennenlernen, weil ich nie in die Reichweite komme, mit ihm überhaupt darüber zu kommunizieren, ob ich mich annähern darf. Das heißt, du musst wiederum dein Wertesystem an der Stelle, die Freiheit ist ein Ideal, du wirst es nicht erreichen, weil du musst im Endeffekt auf dich, auf jemanden zugehen und sagen, ist es okay, wenn ich jetzt hier mitmache und so weiter? Erst dann kann die Person mit mir kommunizieren. Ich kann sozusagen Kommunikation nicht vorwegnehmen. Natürlich, du kannst versuchen, empathisch zu sein. Okay, ich komme. Aber also das kannst du natürlich auch trainieren, dass du versuchst, Körperhaltung und so weiter richtig zu interpretieren. Aber du wirst immer auf Fehler laufen. Du kannst es nicht perfekt machen, aber das ist auch nicht das Ziel. Im Endeffekt, wenn du schon im Endeffekt deinen Wertekanon so weit unterstellst, dass es in deinen Werten ist, die Freiheit anderer nicht zu beschränken, gegen ihren Willen, dann kannst du das mit ihnen aber kommunizieren. Du kannst aber nicht diese Kommunikation vorwegnehmen, weil du kannst dich ja nicht mit ihnen abgleichen, also du kannst Telepathie, wobei ich das dann schon kritisch sehe, weil dann trägst du in die Privatsphäre ja noch viel tiefer ein, als wenn du sozusagen, du kannst diese Dilemma nicht lösen, aber du brauchst diese ganzen anderen Mechanismen nicht. Weil, wie gesagt, du kannst in Unwissenheit handeln, weil du handelst es sowieso. Du wirst es nie komplett abschauen können. Das heißt, diese Wissensillusion musst du auch nicht auflösen. Du kannst einfach jetzt handeln und 3-Error-Prinzip gehen. Und du wirst dich nach und nach verbessern, wenn es dein Ziel ist, sich zu verbessern. Und du musst deine Handlung nicht verurteilen, weil sie nicht das Ziel hatten, was du gedacht hast, was damit erreicht werden soll. Also das alles ist in der Freiheit trotzdem enthalten. Ich setze keine weitere Voraussetzung, dass diese Freiheit erst akzeptabel ist, wenn du die Freiheit anderer schaffst zu respektieren. Es reicht mir, wenn es dein Ziel ist, zu sagen, ich respektiere deine Freiheit. Und es ist nicht meine Absicht, die sozusagen nicht einzuhalten, aber tut mir leid, aber wir müssen reden, sonst können wir das nicht klären. Beziehungsweise, es ist allein schon, wenn du sagst, hau ab, ist genug Kommunikation. Also, das ist einfach, wenn du als sozialer Mensch nicht allein auf einer Insel leben willst, um dieses Ideal zu leben, gibt es Interaktionen.
Also deswegen, also ich denke, eben deswegen ist Kant für mich auch nicht das Zielführende. Aber der Gedanke des Respekts der Freiheit, der ist da schon angelegt, aber noch nicht das Ergebnis. Also im Endeffekt, er hat zu viele Voraussetzungen dazu erfunden. Aber dadurch entstehen ja dann implizite Regeln, gerade durch diese Kommunikation. Ich fand es auch voll gut, was Anton vorher gesagt hat, dass ich dann Kommunikation und Handlung unterscheiden muss. Aber dann habe ich ja diese impliziten Regeln aufgrund der Kommunikation, dass man dann eben kurz klärt, okay, wenn du auf mich zugehen willst, beißt du mich nicht, sondern sprichst mit mir oder sowas. Und das sind ja eigentlich Regeln, die kann man sich ja kaum widersetzen. Denn da ist mein Fall eingeschränkt. Weil wenn ich mich ihm widersetze, wäre ich geächtet dann von der Gesellschaft. Man kann nicht dort teilnehmen, wenn ihr dann eigentlich meine Freiheit wird total beschränkt. Das ist der soziale Prozess. Ja. Aber im Endeffekt, das Wichtige daran ist, dass diese Regel, oder weil du es als Regel bezeichnest, würde es im Endeffekt einfach eher als Faktum bezeichnen. Kommunikation ist ein Faktum, die stattfindet, egal wie sie stattfindet. In dem Moment, wo zwei Personen in einer Reichweite sind, wo sie sich optisch sehen können, findet bereits Kommunikation statt. Also im Endeffekt, solange du deine Umwelt wahrnimmst, findet Kommunikation statt. Das heißt, es ist keine Regel, es ist ein Faktum, das ich gar nicht irgendwie differenzieren muss. Und natürlich, wenn du entscheidest, bestimmte Regeln, die sich sozusagen fast im Einklang stillschweigend entwickeln, dagegen zu verstoßen, dann musst du auch damit rechnen, dass es zu Missverständnissen kommt. Aber das ist für mich dann die Einschränkung der Freiheit. Die Freiheit ist ja nur, es liegt ja immer noch in deinem Ermessensspielraum, die Regel einzuhalten oder nicht. Diese Freiheit wird dir nicht genommen. Wenn ich einhalte, dann werde ich hier geächtet. Das heißt, ich habe ja... Die Freiheit hat Kosten. Also im Endeffekt, jedes deiner Verhalten hat einen Preis. Du kannst dich sozial angepasst verhalten, hast du weniger Konflikte. Du kannst dich nicht sozial angepasst verhalten, hast du mehr Konflikte, aber auch kannst deine Freiheit mehr ausleben. Die Freiheit ist nicht ein Wert an sich. Aber es ist gut, wenn sie ganz weit oben steht, weil dann kommst du mit den anderen in eine Einigung. Dann ist es doch ein Wert, wenn es oben stehen sollte. Ja, aber wie gesagt, also es geht nicht darum, Freiheit als Wert an sich zu begreifen. Wenn das der Wert, also wenn Freiheit sozusagen der oberste und alleinige Wert wäre und nie im Konflikt mit irgendetwas stehen würde, dann musst du auf der einsamen Insel gehen und darf es keine weiteren Menschen geben. Ja, was ist der Wert an sich? Es gibt keinen Wert an sich. Deswegen, es gibt ja nur dein Wertesystem, in dem du agieren musst, in dem du auswählen musst, in dem du deine Handlungen wählst. Ich bin etwas später reingekommen. Das Axiom, der Mensch hat einen freien Willen, ist das für dich eine ontologische Realität? Also, dass der Mensch einen freien Willen hat, dass... Also im Endeffekt, da ich es als Axiom definiere, ist es, ja, wenn ich dieses Postulat auflöse, dann brauche ich mich über soziale Verhaltensweisen nicht mehr zu reden. Sozusagen. Denn auf dem Weg hierher habe ich im Auto von Philipp und mir ein sehr schönes Hörbuch was war das nochmal? Hörbeitrag. Gut. Und zwar sind da zwei, das wurde der freie Wille behandelt. Und erstmal ging es um Arthur Schopenhauer, der ein Gedankenexperiment gemacht hat und gesagt hat, es gibt sowas wie einen freien Willen nicht. Denn unser freier Wille, unser Wille hängt davon ab, was wir für einen Charakter haben, in welcher Gesellschaft wir aufgewachsen sind, wie wir erzogen worden sind. Jemand, der hat das Beispiel gemacht, ich kann frei darüber entscheiden, mein Geld in Armen zu geben, aber das ist nicht so, denn manche Leute haben einen Charakter, der sie sozusagen dazu nötigt ist zu tun, und jemand, der anders aufgewachsen ist und andere Wertemaßstäbe vermittelt bekommen hat, der hat nicht diesen Willen und er kann es nicht wollen, weil er sonst ein anderer Mensch werden würde. Das ist das erste Problem, und das zweite habe ich vergessen. Okay, ich gehe da gleich drauf ein. Ja. Ich glaube, wir müssen auch sehen, dass Freiheit eingebettet ist in ein Feld von Notwendigkeiten. Also wenn ich hier da diese Diskussion mitmachen will, ist es notwendig, dass ich da die Treppe hochgehe. Oder dass ich hier sitze und ihm mal zuhöre. Also das schränkt ja meine Freiheit nicht ein, sondern diese Zwangssituationen, also die Notwendigkeiten ermöglichen Freiheit. Und auch Regeln ermöglichen Freiheit. Also hier zum Beispiel, also das ist ja eine spezielle Situation, ja, hier ermöglicht das die Anerkenntnis von Regeln, dass wir von ihm etwas erfahren über Freiheit.
Das ist ja eine Ausnahmesituation. Ja, mach das. Also Freiheit ist eingebettet in Unfreiheit. Ja. Also auch genauso Sprache. Man könnte unendlich viele Laute kreieren, man könnte unendlich viele Wörter niederschreiben, aber man hat sich darauf geeinigt, aus diesem Riesenpool und diesem Riesenmeer einige rauszugreifen, die dann zur Konvention wurden. Also zum Beispiel das Wort Konvention an sich. Ja, ist aus den entsprechenden Buchstaben gebildet. Man hätte auch andere Kombinationen finden können. Also insofern, die Freiheit, sich ausdrücken zu können, liegt in der Unfreiheit, vieles andere nicht sagen zu können. Und das ist auch eine ganz wichtige Voraussetzung. Also es zielt darauf ab, was du auch gemeint hast. Und dann, was ich vorher schon fragen wollte, also ich stelle jetzt mal die heretische Frage, ob das jetzt vielleicht auch eine Philosophie ist, nur für irgendwie Bessergestellte oder Menschen, die Zeit zur Reflexion haben oder irgendwie besser gebildet sind oder wie auch immer. Also das zielt auch genau darauf ab, auf milieuspezifische Verhaltensweisen und Denkpraktiken, wenn man so will. Also wie verhält man sich in einem Umfeld, wo es ganz schwierig wird, sich praktisch moralisch oder ethisch zu verhalten? Also dadurch, dass so viele Zwänge auf einen ausgeübt werden, dass man da viel häufiger angegriffen wird, was zum Gegenangriff verleitet und so weiter. Okay, ich schau mal, wie ich das Ganze sozusagen zusammensetze. Das Thema der Freiheit, was du auch machst, ist im Endeffekt, die Frage ist, worin bist du tatsächlich frei? Das geht auch ein bisschen von dem, weil welche Freiheit steht dir zur Verfügung? Also was bedeutet an der Stelle Freiheit? Du hattest vorhin auch gesagt, von wegen, es gibt ja sozusagen, du hattest gerade als Gegenargument gebracht, dass Werte sich ändern können. Das ist ja eigentlich für mich gerade das Pro-Argument zu sagen, ja, du bist im Endeffekt, sagen wir mal, bis 10 oder so weiter, bist du ziemlichen Einfluss von Werten ausgesetzt. Und die Frage ist natürlich auch, ob du die genetische Schiene aufmachst, ob du sagst, dass im Endeffekt Charakterbildung sozusagen genetische Ursachen hat. Der Charakter selber ist für mich aber im Endeffekt erstmal nur eine gewisse Veranlagung. Der Charakter entscheidet noch nicht darüber, welche Handlungen du auswählst. Das heißt, der Charakter sagt nur, du bist impulsiv. Das heißt aber nicht, dass du im Endeffekt jedem... dass du im Endeffekt jedem so begegnen musst. Sondern das heißt, du kannst auch andere Strategien machen, wie es mal... Du kannst deine Impulse kontrollieren. Das ist im Endeffekt, glaube ich, was sehr Spannendes für den Menschen. Du bist in der Lage zu lernen, Impulse zu kontrollieren. Aber das ist was sehr Kulturelles. Das ist mir hier in der westlichen Kultur so. Das ist noch in vielen afrikanischen Kulturen ist es nicht so, dass es darum geht, Impulse zu kontrollieren. Wo es genau darum geht, ist halt auch so. Genau, das ist im Endeffekt die Frage nach deinem Milieu. Beziehungsweise im Endeffekt, wie weit ist das Milieu abhängig? Klar, einen gewissen Umfang, wie stark du im Endeffekt dein eigenes Wesen reflektieren kannst und wie stark du es dann auch in der Lage bist zu beeinflussen, das hängt sehr stark davon ab, wie dieses Milieu aussieht. Aber es wird dadurch nicht unmöglich. Weil die Frage ist die Fähigkeit des Denkens und sozusagen der plastischen Formung deines Wesens, ich sage jetzt mal nicht nur Charakter, sondern deines gesamten Wesens, das heißt, es umfasst deinen Charakter, deine Einstellungen, deine Werte, deine Handlungsoptionen, deine Möglichkeiten. Dieses alles, ist das plastisch oder ist es sozusagen von außen gesetzt? Und da ist dann dieses Thema Freiheit und Unfreiheit. Für mich sind da die Begriffe innere Freiheit und äußere Freiheit. Diese beiden Ebenen. Das heißt, du kannst hier, ist ein Effekt der Freiheit, je nachdem wie frei oder unfrei du bist. Das heißt, wie weit kannst du Gedanken aufmachen, wo sind deine Scheuklappen im Kopf? Und das andere ist, das Gleiche spielt sich nochmal außen ab. Das heißt, bist du im Gefängnis, in der Zwangssache, oder bist du im Endeffekt, sozusagen hast du viel Raum, um dich auszuweiten? Das heißt, wie ist deine äußere Freiheit gegeben? Und diese beiden Elemente beeinflussen dich. Das heißt, wenn ihr jetzt nicht hier wärt und nicht mit mir sprechen könntet, würdet ihr von meinen Überlegungen nichts erfahren und vielleicht nie irgendetwas zu sagen, dass man Freiheit ganz nach oben setzen könnte. Das heißt, ihr werdet vielleicht mit einer Moralphilosophie sozusagen beeinflusst, die sagt, ihr müsst im Endeffekt jeden Tag 8 Stunden arbeiten, dieses Mönchsleben sozusagen, diene einem Gott oder irgendwas. Das heißt, euch wird sozusagen nur eine Moral oder eine Ethik vorgestellt, die euch sehr beschränken würde. Oder je nachdem, was halt euer Ziel wäre. Also deswegen, ich sehe, also das, was sozusagen die Argumente dort sind, das natürlich, es existiert Unfreiheit, du bist nicht jederzeit beliebig, du hast allein das Problem, Zeit ist begrenzt. Und das ist das Schöne, dein Leben ist begrenzt. Du wirst irgendwann sterben. Und genau das zwingt dich dazu, zu wählen.
Weil erst dadurch, dass du wählst, kannst du überhaupt zu Entscheidungen kommen, zu Handlungen kommen. Kurz was dazu, oder? Also im Endeffekt, weil dieser Punkt, der dir dann hilft, überhaupt die Notwendigkeit zu haben, zu entscheiden. Es gibt einen schönen Film, der heißt In Time. Weiß nicht, ob den jemand kennt. Da geht es darum, die Leute bekommen sozusagen bei der Geburt so ein Ding, so eine Uhr mit Lebenszeit, die als Währung funktioniert. Und die springt mit 21 oder so an. Dann haben sie ein Jahr Lebenszeit. Und dann müssen sie arbeiten gehen. Und wenn sie nicht genug arbeiten und sozusagen mehr Lebenszeit bekommen, werden sie ein Jahr später tot sein. Und das Spannende ist, in diesem System existiert auch ein Zinseszinssystem. Das heißt, es gibt Menschen, die haben Millionen Jahre sozusagen auf der Uhr, wie auch immer das funktioniert. Aber das Gedankenspiel ist, diese Menschen leben nicht mehr. Wenn du unbegrenzt Zeit hast, hast du das Problem, die Entscheidungen werden unglaublich schwer, weil du kannst ja alles tun. Du hast unendlich viel Zeit, du wirst jedes Buch in deinem Leben lesen können. Mit welchem fängst du an? Weil jedes Buch ist ja sozusagen gleich, also es hat keine Präferenz mehr, nichts kann dir wichtiger sein, weil du weißt, dass du alle in deinem Leben lesen können wirst. Also macht es im Endeffekt, also die Entscheidung, also sozusagen diese Begrenztheit der Zeit, die dich zwingt, Wahl auszuwählen zwischen dem, was du machen kannst und zwischen dem, was du nicht machen kannst. So wie hier, ihr hattet 4 parallele Veranstaltungen, ihr musstet euch für eine entscheiden. Ihr konntet nicht alle nacheinander besorgen. Und genau diese Begrenztheit zwingt dich dazu zu handeln, zu entscheiden. Und ja, es ist immer, was du sagst, du hast äußere Bedingungen, die eine gewisse Form der Unfreiheit machen, aber erst der Akt der Wahl gibt dir überhaupt die Möglichkeit, frei zu sein. Und deswegen, der freie Wille, das Entscheiden ist im Endeffekt der Knackpunkt zu sagen, dass ich eine Wahl treffen kann, ist der freie Wille. Nicht, dass im Endeffekt ich Beschränkungen unterliege, die diese Wahl in irgendeiner Form beeinflussen. Wow. Ich würde ganz kurz gerne nochmal auf die Willensfreiheit von Schopenhauer eingehen, weil man an sich nach Schopenhauer dann Kategoriefehler begeht, beziehungsweise einen Begriffsfehler, in dem Sinne, dass er so tut, als gäbe es eine machbare Unterscheidung zwischen deinen Charaktereigenschaften und dir selbst. Es gibt andere Freiheitsbegriffe, die sagen, wenn du deine Charaktereigenschaften ausleben kannst, bist du frei. Und es gibt... Also da diese ganze Willensfreiheitsdebatte wird sehr komplex, kann aber, also verschiebt sich dann irgendwann an der Stelle eine Debatte eigentlich über die Möglichkeit moralischer Verantwortung und Zuschreibbarkeit von Handlungen, wo wir dann wahrscheinlich auch wieder bei dir wären, aber das Fass würde ich gar nicht hier aufmachen, weil ich glaube, die Grundfrage hier ist ja eher, welchen Begriff von Freiheit wir dann auch haben. Wollen wir dem, glauben wir, dass man da eine Grundlagenwert hat, und das ist doch auch ein Wert, den man dann einer Ethik zugrunde legen kann, aus der man alles andere irgendwie ableiten kann. Und das wäre jetzt mein Einhakpunkt wieder. Also ich meine, auf theoretischer Ebene, wir sind ja noch, also ich hätte auch auf der praktischen Ebene natürlich nochmal eine Einwirkung, aber jetzt nur dieser eine Punkt. Du hast... du hast die gleiche Situation, die auch Relativisten haben, die ihre Theorie nicht konsistent aufstellen können, weil ihre Theorie immer darauf basiert, dass du schon das ganz klar ausgesprochene Werturteil mitlieferst, dass die Freiheit der anderen in irgendeiner Weise oder die Wahlentscheidung der anderen oder Vorstellung anderer in irgendeiner Weise relevant ist. Das ist erstmal das ist ein ganz klares Werturteil. Das kannst du ja fällen. Du kannst auch sagen, das ist so universell, das haben wir alle irgendwie völlig verinnerlicht und das ist irgendwie ontologisch gegeben, Naturgesetz. Aber es ist auf jeden Fall eine Aussage, die du machst und woanders nicht hinstellen können, sagen, Entschuldigung, bitte. Geht mich in keinster Weise an. Wie gesagt, also diese Einstellung, warum soll ich überhaupt anderen Menschen sowas wie Subjektartigkeit zugestehen, das sind Instrumente, die ich für mich verwenden kann. Und dann kommt Kant mit einer rationalistischen Erklärung, warum das nicht geht. Aber ja. Genau. Jetzt müssen wir nochmal ganz kurz dieser theoretische Ansatz.
im Endeffekt, also an der Stelle klar, der Unterschied ist, ich treffe kein Werturteil, das ich auf euch übertrage, weil das ist ja gerade hier eingeschlossen. Ich stelle euch sozusagen mein Wertesystem vor, wo die Freiheit ganz oben eingeordnet ist. Ich sage nicht, dass es auf euch übertragen werden soll. Ich sage auch nicht, dass ihr es übernehmen sollt. Ich biete es euch an. Das ist schon mal der Unterschied. Ich versuche nicht, eine Theorie darauf aufzubauen. Ich sage nur, das ist mein Standpunkt. Ich stehe hier. Wer mit dazukommen möchte, ist eingeladen, weil ich glaube, dass wir mit dieser, wenn wir uns darauf einigen, nicht als Gesetz, nicht als Regel, deswegen auch nicht als Naturrecht, es wird nirgendwo abgeleitet, sondern nur, ich einige mich jetzt mit dir, mit den Kindern, die morgen gearbeitet, ja, aber mit den Kindern, die morgen geboren werden, für die hat das keine normative Setzung. Auch die müssen wieder gefragt werden, soweit sie halt dann in der Lage sind, zu reflektieren und so weiter. Klar, ein Baby wirst du noch nicht hören, willst du jetzt was trinken? Keine Antwort. Willst du verhungern? Auch keine Antwort. Ich kann dem noch nicht die Entscheidungsbefugnisse sozusagen komplett geben, weil es noch nicht entscheiden kann aufgrund der physischen Situation. Es kann nicht zum Supermarkt fahren und Milch kaufen. Das heißt, es braucht Unterstützung. Aber das ist im Endeffekt, an der Stelle ist auch wieder die Schwierigkeit, ich greife in die formale Freiheit dieses Babys ein, aber das ist wieder ein Problem, das kann ich nicht auflösen. Ich muss mich entscheiden, will ich Leben schützen, was ich damit tue, oder will ich sagen, wieder den, im Endeffekt die Freiheit überhöhen und sagen, ich lasse es sterben. Was ja unlogisch ist. Also im Endeffekt, ich kann diesen Konflikt, wie gesagt, du kommst immer wieder in dieses Situationskonflikt. Die Frage ist nur, wann du dich wie entscheidest. Und das ist genau das Thema, diese Verantwortung reinzuziehen. Die Verantwortung nicht auszulagern, sondern die Verantwortung immer wieder auf dich zurückfallen zu lassen. Also, was nicht angegangen wird, ist das Problem der Kollektivität. Also zumindest jetzt noch nicht. Also was ich damit sagen will, wenn es zum Beispiel um Dinge wie Nachhaltigkeit geht. Also wenn durch den heutigen Ressourcenverbrauch Lebensgrundlagen von künftigen Generationen untergraben werden, dann hängt es nicht nur davon ab, was ich mache, sondern auch davon, was andere machen. Und wenn ich jetzt dein Konzept richtig verstanden habe, dann stelle ich eigentlich nur ein Angebot und überlasse jedem anderen ganz freiwillig, sich dazu zu entscheiden, auch den Wert Nachhaltigkeit höher zu bewerten als den Wert, naja, irgendwie kurzfristige Spaß, kurzfristiger Spaßgewinn. Also ist das nicht eigentlich zu schwach dafür, Probleme der Zukunft gut anzugehen? Weil so ist es eigentlich, glaube ich, sehr pazifistisch und sehr harmonisch, weil man nicht in die Privatsphäre anderer eindringt, wenn man so will, aber braucht man nicht manchmal auch so einen, vielleicht auch einen sanften oder auch einen stärkeren Druck, je nachdem, um diese Menschen dann praktisch dazu zu bewegen, dass ein bestimmter abstrakter Wert wie Nachhaltigkeit auch also durchgesetzt werden kann. Greife ich gleich auf, du noch? Achso, mir war die Frage, also dann wann beantworte ich, wann ist das Kind bereit, eigene Entscheidungen zu treffen und wie lange darf ich ihn denn dann unterstützen? Du darfst im Endeffekt jederzeit unterstützend beiseite stehen. Da ist im Endeffekt der Tipping Point, der Moment, weil es sich ändert. Wenn du ihm kommunizieren kannst und dass du sicher sein kannst, es verstanden zu haben. Das finde ich total schwierig, dann zu beurteilen. Ich kenne das nur durch Kinder. Es gibt nicht den Moment, wann im Endeffekt du sagen kannst, ein Kind kann jetzt eine Entscheidung treffen, alleine zu leben. Kann eine 12-Jährige entscheiden, allein zu leben, ein 8-Jähriger, ein 18-Jähriger? Genau, das ist ein bisschen kein schwierig. Was? Ab wann ist es dann in Ordnung? Im Endeffekt, es kommt auf dein Wertebild an. Die Frage ist, wie stark darfst du festhalten und wie viel Druck muss das Kind erst ausüben können, um sich sozusagen aus deiner Umklammerung zu befreien? Bist du jemand, der sozusagen eben sehr, sehr, sehr empathisch und offen versucht, sozusagen abzugehen, okay, was will es jetzt? Aber im Endeffekt auch das Thema Grenzen zu setzen. Du darfst zum Beispiel dem Kind gegenüber nicht als etwas erscheinen, was sozusagen das Kind steuert. Das ist so ein Thema auch aus der aktuellen heutigen Erziehung, dieses Anti-Autoritäre. Das heißt, die Eltern sagen dem Kind nicht mehr, du, hier ist aber Schluss.
Das ist egal, ob das da ein Monat alt ist oder drei Monate oder sonst was. Wenn die Eltern die Schnauze voll haben, müssen die auch in der Lage sein, dem Kind Grenzen zu setzen. Das musst du gegenüber jedem anderen auch. Wie auch immer das, ich will da gar nicht dieses Thema aufmachen, wie diese Grenzsetzung stattfindet. Aber die Eltern müssen im Endeffekt vom Baby auch irgendwo getrennt bleiben. Und das ist im Endeffekt, ich denke, in diesem Dialog findet irgendwann statt. Und dann wirst du wissen, was für das Baby angemessen ist. Es gibt keine pauschale Antwort, leider. Also nicht leider, es ist halt einfach so, Freiheit. Ich denke, du musst es einfach selber erfahren und durchleben. Und im Endeffekt, wenn du, wir waren im Endeffekt in der positiven Richtung unterwegs. Wenn du in diese andere Richtung gehst, zu sagen, Nachhaltigkeit, wenn sich eine Gruppe von Menschen darauf einigt, die möchte diesen Wald erhalten, die lebt dort und dieser Wald soll bleiben. Und jetzt kommt irgendeiner hin und sagt, hey, da ist heute, will ich alles abdings. Dann ist die Frage, wie findet die Einigung statt? Im Endeffekt, du kannst niemanden dazu zwingen, nachhaltig zu agieren, dieser Wertewandel, dieser Wertediskurs heißt nicht, dass irgendjemand, weil wenn es dich direkt betrifft, wenn jemand deine Freiheit bedroht, hat man es ja schon gesagt, du hast absolut die Sache, deine Freiheit zu schützen. Das überträgt sich auch auf die Nachhaltigkeit. Das heißt, dieses Bild, wenn Indianer oder irgendwas gesagt haben, sozusagen, was meine Handlung in der fünften Generation und so weiter sozusagen bewirkt, dass ich das mit in meinen Wertekontext setze, dass das wichtig für mich wird. Und du eine Gruppe findest, der das auch wichtig wird, dann wird Nachhaltigkeit zum Wert. Und dann ist nur die Frage, wie weit geht hier, um diese Nachhaltigkeit andere, die dagegen verstoßen, durchzusetzen? Weil jemand, der heute sozusagen hingeht, Ölquellen ausplündert und sozusagen die in 10 Jahren alle verheizt, warum auch immer, weil das halt Wärme auf dem Globus haben will, und du sagst, passt nicht in meinen Wertekontext. Und deine Lebensumwelt wird dadurch zerstört. Das heißt, dein Leben ist im übertragenen Sinne in Gefahr. Vielleicht noch nicht, du kannst es nicht so nachweisen, so von wegen Klimawandel ist sehr abstrakt. Aber die Frage ist, welche Handlungsoptionen stehen für dich als Individuum dann zur Verfügung? Du bist frei, also alle. Welche erlauben deinen Wertekanon? Darfst du den Menschen Freiheitsberaubung antun, sie einsperren, die sozusagen Umwelt schädigen? Wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig werden, das sozusagen in deinem Kanon auch ausreichend zu rechtfertigen. Aber wenn du dir manche Aktivisten anschaust, die sozusagen dann dagegen sind und im Endeffekt Gewalt spielen lassen, einfach um die Kräfte spielen zu lassen, sagen, weil sie keine andere Option mehr sehen, weil sie keine andere Möglichkeit sehen, zu sagen, ich kann hier noch meinen Impuls zum Ausdruck bringen und dann muss ich halt diese Autos anzünden. Also da ist wieder die Wegnahme der Verantwortung, weil klar, ich sage, es ist meine einzige Option und deswegen müsste ich so handeln. Verstößt auch schon an der Stelle wieder gegen dieses ganze Prinzip, aber ich denke, du hast sehr viel mehr Möglichkeiten, wenn du als Individuum handeln kannst. Und ich glaube, dann wird die Nachhaltigkeit zu einem ganz anderen Diskussionspunkt. Aber ich glaube, das wird jetzt auch ein bisschen zu weit führen. Ich würde das an der Stelle jetzt auch gerne Schluss machen, wenn du noch kurz... Ich glaube, wichtig ist, dass wir dieses Freihandeln auch als Prozess sehen. Mhm. Also, dass da drüber ja auch eine Erkenntnisfrage steht. Vor allem, wenn ich das, also sozusagen meine Lebenshandlung oder mein... Das heißt, ich mache mich auf den Weg der Freiheit und dann wird es mein Anliegen sein, dass ich Ganzheiten verstehe und Ganzheiten nicht zerstöre oder Ganzheiten wieder aufbaue oder restauriere. Genau. Ja. Weil im Endeffekt das Thema Nachhaltigkeit steckt in Leben und Leben lassen auch schon drin. Die Frage ist, nicht nur die jetzigen leben lassen, auch die in 100 Jahren noch leben lassen. Das heißt, alles ist in der Freiheit irgendwo schon angelegt. Die Frage ist halt, wie du es sozusagen eben zusammenbringst. Und so, ich bringe euch jetzt sozusagen zusammen zum Mittagessen und beende hiermit die Runde und vielen Dank für die Diskussion und die Aufmerksamkeit.